Hier auf der Gamescom sind ja die allermeisten Besucher unmittelbar von der Arbeit der USK betroffen. Also müssten Sie eigentlich wissen, was die USK macht und vor allem auch, wofür USK steht. Wisst ihr, wofür USK steht, die Abkürzung? Nein, weiß ich nicht. Also, irgendeine Idee. Wollen gelesen, aber haben es wieder vergessen. Gut, da sagt man, die Jugend liest nicht, aber immerhin, sie liest, aber sie vergisst. Was, wie ist denn bei dir? Ich bin kein großer Leser. Universelle Suchtkonsumenten oder unfreiwillige Selbstkontrolle. Unfreiwillige, das ist sehr schön. Ich habe ein paar Alternativen. Also heißt USK vielleicht Bayerisches Unterstützungskommando? Handelt es sich möglicherweise um den Kanton Una Sacher im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina? Nee, ja, das ist geil, aber nein. Eine untersynchrone Stromrichterkaskade. Auch noch nicht gehört. Ist USK möglicherweise gar nicht USK, sondern Usk, eine Stadt in Wales? Nein. Nein. Aber doch, also USK ist all das, aber auch Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Jugendschutz ist wichtig, weil einfach fast alle Kinder und Jugendliche spielen und es Inhalte gibt, die für Kinder und Jugendliche in einem bestimmten Alter überhaupt nicht geeignet sind. Und dafür muss es eben Regeln geben und dafür ist die USK da. Das schafft einfach Vertrauen. Das ist einfach, wir haben es bis zum heutigen, seit damals bis zum heutigen Tag mit immer wieder neuen Technologiefolgen zu tun. Die Menschen haben einfach Angst davor. Wir haben alle Angst davor. Und sowas wie Jugendschutz hilft uns dabei, Vertrauen zu fassen und dann kritisch auf das Medium zuzugehen. Sonst verweigern wir es. Und der Jugendschutz sorgt dafür, dass es keine totale Verweigerungshaltung gibt. Das ist eine wichtige Funktion. Wir wollen, dass junge Alte spielen und deswegen ist Jugendschutz ja ein ganz wichtiger Bestandteil und auch das gesunde Aufwachsen mit Medien. Denn wir sind auch da wieder Vorreiter in der Games-Branche und viele kommen in Berührung mit Digitalisierung, mit digitalen Geräten über Spiele. Deswegen haben wir auch eine besondere Verantwortung und die nehmen wir ernst, unter anderem mit Institutionen wie der USK. Ich würde auch sagen, dass heute keiner mehr in Frage stellt, dass der Jugendmedienschutz im 21. Jahrhundert eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist. Das heißt, wir brauchen eine Verantwortungsgemeinschaft und dazu gehört der Staat, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und auch die Wissenschaft. Also ich glaube, das ist eindeutig komplizierter geworden. Das hat was damit zu tun, jedenfalls wenn es um den Kinder- und Jugendschutz im Medienbereich geht, dass natürlich durch die Weiterentwicklung von Technik, die Art und Weise, wie Technik benutzt wird von Kindern und Jugendlichen, das ist natürlich nicht mehr ortsgebunden. Das heißt, die Eltern können nicht mal eben ins Kinderzimmer gehen und gucken, was die Kleinen oder die Größeren da so machen. Es entzieht sich. So gesehen ist es eigentlich ganz wichtig, hier neue Strategien zu erfinden oder zu finden, die Eltern ermöglichen, nach wie vor ihre Obhutspflicht gegenüber Kindern wahrzunehmen. Und ich finde, die USK kann eigentlich nichts weiter tun, als die Eltern bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Das muss sie aber auch, weil Eltern brauchen diese Unterstützung. Kinder- und Jugendschutz ist definitiv komplexer geworden in den letzten Jahren, einfach aufgrund der Digitalisierung. Es gibt viele neue Inhalte, die nicht an Grenzen, Landesgrenzen irgendwie Halt machen. Wir haben einen Jugendschutz, der sehr national orientiert ist. Wir brauchen aber einen Jugendschutz, der international anschlussfähig ist. Und daran arbeiten wir als USK. Es gibt einige Meilensteine bei USK, schon allein der Fakt, dass die USK eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste Jugendschutzeinrichtung auf der Welt ist. Da sind wir also Vorreiter gewesen in Deutschland. Und dann natürlich auch die Tatsache, dass in den ganzen Spielekonsolen die Mechanismen, technischen Systeme für Elterneinstellungen, für Jugendschutzsysteme, sind schon mitgedacht. Das heißt, die Unternehmen haben von sich aus schon Interesse, das alles einzubauen. Dann natürlich IARC als wirklich Pilotprojekt weltweites Projekt, auch Vorbildfunktion für andere Bereiche wie Datenschutz, wie Verbraucherschutz. Das sind so ein paar wichtige Meilensteine und natürlich das 25-jährige Jubiläum, da sind wir stolz drauf. Wir springen mal zurück ins Jahr 1993, ja, und stellen uns vor, wie das Verhältnis zwischen Games und Gesellschaft und Politik war und da sind wir rein und ich natürlich politisch völlig naiv, ja, Neubürger, 3 Jahre aus der DDR stammt, ja, und politisch völlig blauäugig in die Kiste da reingelaufen, ja, und richtig auch eins auf die Rübe gekriegt, ja.
schnell gelernt. Aber das war schon nicht ohne. Die Anerkennung von Spielen als Kunstgut, das war sicher ein Meilenstein, der Spiele vorangebracht hat und dem Spiel, dass ja viele Kunstgattungen in sich vereint, auch gerecht wird. Und dann sicherlich im letzten Jahr nochmal die Berücksichtigung der Sozialadäquanzklausel bei Spielen, die Hakenkreuze oder SS ruhen, also Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen enthalten. Das war sicher auch nochmal ganz wichtig. Was wünschst du dir, was wünschst du der USK für die nächsten 25 Jahre? Definitiv auch Orientierung im Online-Bereich zu schaffen. Da haben wir schon einiges erreicht durch das AJAX-System, aber da gilt es natürlich auch, die USK zukunftsfit zu machen und auch für die Digitalisierung aufzustellen.